wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir machen heute einen Ausflug ins und da haben wir verschiedene Orte uns angeguckt und einer davon ist eben das ehemalige Kinderheim. Ein ziemlich bekannter Lost Place und deswegen geht es in dem Video jetzt erst einmal nur darum und ich mache dann noch ein anderes Video, wo ich dann die anderen Standorte zeige, die wir uns angeguckt haben und wir erkunden jetzt einfach mal das Gebäude. Ja, das sieht hier aus, wie wenn das wohl die ehemaligen Parkplätze wären. Da hat jemand schon alles Mögliche rausgeräumt. Und hier wächst es eben auch schon richtig zu. Hier sind einfach so ein paar Garagen, wo eindeutig auch Obdachlose übernachten. Von Zeit zu Zeit. Doch, da waren Decken rumgelegen. Ja, das hier ist ja ein richtiger Lost Place Klassiker und man sieht, dass hier schon ganz viele Leute drin waren und dass es auch viel Vandalismus gibt, aber genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Da wo wir jetzt sind, das ist ein ehemaliges Kinderheim übrigens. Das wurde in den 60er Jahren gebaut und war damals eben ganz modern. Und dadurch, dass hier schon alles ausgeräumt ist und sehr viel Vandalismus auch passiert ist, erkennt man eigentlich kaum, welche Räume oder als was welcher Raum genutzt wurde. Und jetzt gerade sind wir in einem Raum, wo eben auch ein Balkon mit dabei ist. Und da kann man dann eben rausschauen. Also da das Blaue ist quasi dieser Garagenbau, wo wir gerade herkommen. Genau, wir schauen uns jetzt einfach noch ein bisschen um. Ja, also hier ist quasi jedes Zimmer in diesem Stil aufgebaut. Man muss halt echt aufpassen, ne? Man müsste eigentlich immer einen Baustellenhelm tragen, weil hier kommt die Decke schon runter. Und das hier ist so eine Art Innenhof. Also da ist jetzt bis jetzt kein Fenster dabei, wo irgendwie nicht zerstört ist. Das war hier früher mal so ein Badezimmerbereich. Also ich denke mal, dass da wahrscheinlich so Gemeinschaftsduschen waren. Aber auch hier ist alles eben ausgeräumt. Wir sind jetzt ein Stockwerk weiter runtergegangen und hier ist die Luft viel kühler und auch feuchter. Und man merkt es eben auch, dass hier auch die Pflanzen schon reinkommen und die Wände sind schon richtig grün. Da wächst Moos richtig. Daran erkennt man eben auch, dass hier Lost Place Anfänger sind, weil wir jetzt keine Taschenlampe dabei haben. Und wenn man in den Keller runtergeht, dann merkt man eigentlich gleich, dass man da eigentlich eine Taschenlampe einfach dabei haben muss. Also jetzt hier der Aufzugsschacht, da ist auch ein. Ah, das sieht man gar nicht, aber da ist ein Kasten Sternburg-Bier drin. Der Jürgen hat gerade auf so einen Raum hingewiesen, der ganz groß ist.
Ja, das war wahrscheinlich damals so eine Art Essbereich oder so vielleicht, ne? So eine Art Kantine vielleicht. Hier ist der Boden komplett zerstört. Also das hat hier scheinbar sogar gebrannt, so wie das aussieht. Also das sind ja am Boden richtig so verkohlte Stückchen und deswegen ist es vielleicht sogar einsturzgefährdet und wir sollten vielleicht lieber rausgehen. Ja, das sieht vielleicht ja aus wie so eine Art Haupteingangsbereich. Also das mit der Kantine war wahrscheinlich dann eher so eine Art Foyer oder Rezeptionsbereich, denke ich jetzt einfach mal. Und hier ist dann so die Haupttreppe, die dann nach oben führt. Was uns gewundert hat, ist, dass hier keinerlei Betreten-Verboten-Schilder sind. Es ist auch nichts abgesperrt. Also man kann da einfach so reinlaufen. So eine Feuerstelle oder so, hm? Scheint auch noch genutzt zu werden. Alles so ein Flachdachbau und die unteren Teile, wo wir vorhin drin waren, die sind auch mittlerweile richtig bewachsen mit irgendwelchen Bäumen. Hier ist es nicht so komisch eigentlich. Da muss man aufpassen, dass man nicht abstürzt. Und der Boden hier, der besteht aus so Holzblöcken. Das sieht man noch richtig so, die Jahresringe. Aber der geht eben auch hier in den Türbereich schon langsam kaputt. Da liegen auch überall die Tapeten rum. Was uns ein bisschen gewundert hat, da hat der Jürgen darauf hingewiesen, dass eben die Kabel überall noch drin sind. Und es ist eigentlich auch immer so ein beliebtes Beuteprodukt, weil da ist ja auch Kupfer drin und so. Und das ist eben größtenteils noch vorhanden. Ja, also da wurden halt so Trockenwände hochgezogen dann, um in jedem Zimmer dann ein eigenes Bad zu schaffen. Also so würde ich mir das jetzt erklären. Und das sieht auch ein bisschen moderner aus. Also nicht nach 60er Jahren, sondern eben als ob das viel später dann erst so gemacht worden wäre. Und wahrscheinlich hat man dadurch dann versucht, das so ein bisschen an die heutigen Bedürfnisse anzupassen. Da ist jetzt auch wieder so ein Trockenmauer-Badezimmer, wo schon komplett zerstört wurde. Und hier hat man auch einen guten Überblick über die Dachlandschaft. Also da
quasi kommen wie ursprünglich her. Wir sind dann da so außen rumgelaufen und dann reingegangen. Ja, aber das Dach sollte man eher nicht betreten. Ne? Ist jetzt zwar vielleicht auch interessant, aber eine tolle Aussicht. Aber das ist natürlich viel zu gefährlich. Ja, ist schon echt Hammer. Das wäre eigentlich das richtige Zimmer, um da unseren Overnight zu machen, oder Jürgen? Nicht? Und dann halt nicht. Und hier im Keller, da haben wir jetzt so eine Tür gefunden, die nach außen führt. Und da ist so eine Art Hebebühne. Ja, wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal von außen an. Der Jürgen hat gerade noch so einen alten Spielplatz entdeckt. Ist richtig zugewachsen. Das ist bestimmt noch gar nicht mal so ungefährlich, wenn man da versucht, es noch zu benutzen. Und das Holz ist schon marsch und so. Ja, der Jürgen hat da noch eine Laterne entdeckt und da ist so ein Zaun. Schauen wir jetzt auch mal kurz. Ja, das war bestimmt mal so ein Bolzplatz oder so, ne? Da war bestimmt mal hier das Tor gestanden. Schätze ich jetzt mal. Oder vielleicht auch der Basketball. Das sind auf jeden Fall noch diese typischen Turnhallen-Zeichnungen drauf, mit denen konnte ich noch nie was anfangen. Und vielleicht war das einfach so nur die Funktions-Sportplatz. Ne? Für einen Rettungshubschrauber? Ja, wir sind jetzt hier an so einem Wendehammer angekommen. Also da ist quasi nochmal der Sportplatz, wo wir gerade waren. Und jetzt laufen wir wieder zurück. Na, so groß ist das Gebäude. Also das ist eigentlich nie höher als 2 oder 3 Stockwerke. Eher 2. Aber das ist halt so in den Hang gebaut, dass das halt so stufenartig eben so runtergeht. Ja, was da war, was man machen wollte und dann eben nicht geschafft hat, eben verschiedene Sanierungsversuche, kann man teilweise auf diesen alten Bautafeln hier nachvollziehen. Ja, und die ganzen Schilder hier, die waren alle mal an dieser Bautafel angebracht. Die ist riesengroß. Ich weiß nicht, ob das jetzt rüberkommt, aber die ist riesengroß. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt unser erstes Lost Place Video. Vielleicht kommen ja noch ein paar. Und also seid nicht zu streng mit mir, ne? Ja, wir haben jetzt nämlich noch einen zweiten Lost Place gefunden. Und zwar ist es das Kristallbad. Wir werden da jetzt aber nicht reingehen. Ja, und zwar ist es zum Lost Place geworden, weil da gab es einen verheerenden Brand. Hier sieht man noch ein altes Becken. Ja, das ist hier alles sehr, sehr gut gesichert. Deswegen gehen wir da jetzt auch nicht rein. Aber es gibt genug Videos auf YouTube, die wir auch schon geguckt haben, wo ihr auch dann euch mal anschauen könnt, wie das innen drin aussieht. Ja, und direkt neben der Therme ist hier auch nochmal eine super schöne Aussicht über den Ort hier. Ja, das sieht schon gespenstisch aus, wie hier noch die alten Lampen stehen. Der Weg ist aber schon zugewachsen. Und alles ist eben abgesperrt.